Ja, danke schön. Darf ich auch mal in Ruhe andere Sachen machen? Oh, scheiß Heiler. Kaguti Bulle. Scheint aber interessant zu sein, was dahinter ist. Scheiß Effekt. Aber das ging leicht. Ich habe die Vermutung, dass hier was sein soll. Hier ist aber nichts. Hat sich gelohnt. Das Gebiet ist ja abartig riesig. Oh, Feuer heiß. Der Hüter spielt sich sehr gut. Also wenn jemand fragt, wie der Hüter sich spielt, also der spielt sich im Moment sehr gut. Also ich mag den im Moment mit dem Kampfstil her. Er lebt anscheinend davon, dass er sehr wenig sehr viel Schaden macht mit seinen Zaubern. Ah, cool. Das zieht sich aus dem Gegner. Ouch. Sah aber übel aus. So, ich suche einerseits den Boss und andererseits den Weg, den Schrein. Den Stein. Den Schrein, den Stein. Er möchte nach da. Er möchte zum Ziel. Dem sollten wir gleich tun. Denn wer weiß, vielleicht ist nämlich da der Boss. Und der noch nicht da ist. Rennen wir mal hinterher. Zwius, der Stockfürst. Typus Verliesboss, Schwierigkeitsgrad schwer. Schon ist das Ding tot und ich habe ein Level up. Geil! Oh Gott, was ist denn hier los? Ich komme gerade durcheinander. Also ich werde natürlich auch auf Fernkampf gehen. Brauche ich erstmal Fernkampf dafür. Neues Buch entdeckt. Forscher von Science. So, ich brauche das Gift. Rucksack ist auch toll. Zuckergift. So, und. Ja, der Froststab. Wir hatten Stiefel bekommen. Stiefel des Schänders. Da ist der Schänder. Crit Treffschaden. Waffen. Ist schwer. Naja, das ist jetzt Mittel. Es bringt auf jeden Fall Ausdauer und erstmal Resistenz. Was ist mir wert? Ich denke mal, ja. Warum habe ich den denn nicht an? Ach ja, stimmt. Ich sehe es gerade. Gut. Jetzt haben wir seine Notizen finden. Die liegen auch noch irgendwo.
Klang erscheint auf der anderen Seite. Der Hüter spielt sich geschmeidig, würde ich jetzt schon fast sagen. Ich bin gespannt, wie es auf späterem Level aussieht. Ja, Level. Wir hatten ein Level ab, das möchte ich noch eben verteilen. So. Wir haben jetzt, ich würde fast sagen, genug Leben. Gehen wir mal auf Makika. Oh, ich habe noch einen Punkt. Gut, den möchte ich dann auch wieder auf Makika setzen. Sturzflug kann jetzt verändert werden, das ist toll. Fehlende Scherben. Ihr spießt eure Feinde mit Eisscherben auf und verursacht 12 Sekunden lang einen Schaden. Nee. Alle Sekunde ein so viel Frostschaden Gebiet und verringert das Lauftempo. Höhe von unseren Schadens hängt von eurem maximalen Leben ab. Okay, das kann also hinterher viel sein. Ihr beschwört ein Blumenfeld, das nach 6 Sekunden aufblüht und bei euch und allen Verbündeten im Wirkungsbereich Leben herstellt. Ein Heilzauber. Dann Synergiefähigkeit Aktivierung. Volk, Dynamik. Ja, das ist nicht schlecht. Da brauche ich noch die Einhandwaffenfähigkeit. Die habe ich noch nicht. Ja, natürlich. Ist ja nicht so, als müsste ich ja jetzt gerade leveln. Du Fixer. Also was, ich bin nicht drauf angewiesen. Ich kann mich auch wehren aus der Ferne. So, jetzt nochmal. Ich glaube, ich mache Sturzflug mal besser. Ihr befehlt einen Klippenläufer auf euren Feind herumzustürzen, was so viel Schaden verursacht. Also mehr Schaden. Kostet nun Ausdauer und skaliert mit eurem Waffenschaden und eurem... Und der Ausdauer skaliert auch noch, okay. Oder weit entfernter Schaden. Ich glaube, dann will ich doch auf Ausdauer gehen später. Ich habe ja noch anfangs die Möglichkeit dafür. Dann setze ich den auf Ausdauer. Dann erhöhe ich die Ausdauer nebenbei. Kostet auch weniger Ausdauer. Ja, machen wir so. Und das skaliert natürlich dann noch mit dem anderen. Das heißt, es macht hinterher mehr Schaden. So, Patsch. Das ist so ein bisschen schwierig. Warum? Super, warum stehen da Gegner? Ist cool, dass es sich auto-aimt. Ist irgendwie eine Zeitverzögerung. Ihr erweckt eine Gruppe Schrill, die nach 3 Sekunden angreift. Nix Ochse. Ja, nix Ochse ist nix Ochse. Hat er glaubt, das wäre ein Ochse? Nee, ist nix Ochse. So. Geh mal hoch. Da finde ich die Notiz. Wo ist die Himmelsscherbe? Die vermisse ich gerade. Bin gespannt, wann ich auch so einen Bären kriege. Das ist ja so ein Begleiter. Der müsste dann kommen, wenn ich ein bisschen gelevelt habe. Und zwar wahrscheinlich der hier. Ach, ich habe ja noch einen Fähigkeitspunkt. Ja, natürlich. Warum dann nicht gleich... Naja, ich warte vielleicht erstmal. Ich warte noch mit dem Punkt. Den hebe ich mir noch auf. Alter, die Waldfee. Es ist aber heiß hier. Habe ich da irgendwas angegriffen? Die sind mir vor mir gerade erschienen. 3 Sekunden lang. Ich habe es aktiviert und ja, ich habe in die andere Richtung geschaut, also sind sie dort erschienen, ist logisch. Vergiftet die Ernte. Wo ist der die Himmelsscherbe? Das ist jetzt erstmal das, was mich interessiert. Ich möchte nicht nochmal hier rein. Also ich werde sonst gleich die Karte aktivieren, wenn ich sie nicht sehe. Die ist gut versteckt.
Also ich habe sie jetzt nicht gesehen. Verlasst sein Slimpli Zulu. Ja, hab ich auch gerade versucht hochzukommen und das funktioniert tatsächlich. So, wo ist der Wegschrein? Nicht der Wegschrein, die Himmelsscherbe. Habe ich nicht gesehen. Okay, ich sehe toll aus mit der Mütze. Ich öffne mal eben gerade für die Leute, die das jetzt nicht sehen, und die sehen das natürlich nicht. Eine Karte. Und zwar die ESO-Map-Karte. Wenn ich die finde. Da. So, da muss ich mal kurz in Wadenfell reinklicken. Und, reinzoomen, das ist nicht gerade die flüssigste Karte. Da, unaussprechlich. So, da ist ein Schatz. Also ich sehe auch Schätze, ja. Da sind irgendwelche Journale. Gibt es ja keine Himmelsscherbe? Interessant, es gibt tatsächlich keine Himmelsscherbe hier. Soll aber eine Quest geben in der Mitte. Ein Verlies ohne Himmelsscherbe. Och Mann, ihr müsst mich nicht angreifen. Cool, dann irgendwann ein Level abgekriegt. Den Weg wieder zurückzufinden ist auch ein bisschen schwierig. Ich werde jetzt auch nicht in den Brühofen runterfallen. Verlies Rüppel. Was bringt mir Verliesrüppel? Fügt 1 Million Schaden den Verliesen zu. Toll! Das habe ich jetzt nicht mit diesem Charakter geschafft, sondern mit anderen. Primär wahrscheinlich mit dem Trillo-Charakter. Ist ja schön, wenn 50 Milliarden Viecher auf einen rauskommen und ihn einfach zu Boden bashen. Irgendwie echt geil mit dem. Ein Schlückchen des Lebens. Oh, da habe ich schon 7 von. Okay, doch so viel. Ich muss ihn gerade irgendwie tatsächlich nochmal aktiviert haben. U ist echt die schlechteste Taste dafür. Toll. 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 Warum kriegen die das nicht gebacken? Die updaten das Spiel und schaffen es nicht. Hurra, ESO ist abgestürzt. Ole, ole, ole. Naja. Er speichert wenigstens meinen Fortschritt.
Die Verbindung zum Spielserver konnte nicht aufgebaut werden. Vergewissert euch bitte, dass ihr eine... Alter, die ist aktiv, du Penner. Ich bin gerade im Internet gewesen. Also nochmal. Ey, ich habe erst 15 Minuten auf der Uhr. Lass mich jetzt nicht hier hängen. Geht doch. Versinke. Das finde ich ja wirklich kacke. Habt ihr es auch immer, dass ihr hier einfach so rausfliegt aus dem Spiel? Ich finde das super ätzend. Das war früher nicht so. Ich. Ja. Ich denke mal, man kann mich schon mit dem Gegner vertauschen. Mann, habe ich eine hässliche Mütze auf. So, raus. Raus, 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 raus. Ich möchte jetzt nicht wirklich jeden, also alle vier Folgen im Thumbnail einen Bug reinschreiben müssen. Vera, einen Augenblick bitte. Ihr habt es geschafft. Gut. Wir haben eine ganze Menge in nur sehr kurzer Zeit zu besprechen. Wo ist Hallinier? Auf einer Lichtung im Südosten. Doch das kann warten. Ich gehe davon aus, dass ihr gesehen habt, was Hallinier und ich hier anbauen. Mondzucker. In seiner reinen Form ist es ein krudes Betäubungsmittel. Wenn man es raffiniert, entsteht etwas wirklich Anrüchiges. Skooma. Wenn ihr Skooma so sehr hasst, warum habt ihr dann beim Anbau von Mondzucker geholfen? Ich musste sicherstellen, dass er es schaffen konnte. Mondzucker ist launisch. Niemand konnte ihn bisher hier auf Wadenfell anbauen, bis Hallinier kam. Ihr müsst die Notizen, die ihr gefunden habt, zu Hauptmann Betes in Seydanen bringen. Erzählt ihm alles. Er kümmert sich um den Rest. Warum könnt ihr es ihm nicht selbst erzählen? Es ist kompliziert. Ich gehörte zum Rauschgift-Eidamt des Hauses Redoran. Ich habe ein paar sehr schlimme Fehler begangen. Wenn ich diesen Hinweis zu Hauptmann Betes bringen würde, würde er mich einfach ignorieren. Doch er hat keinen Grund, euch zu misstrauen. Bitte tut dies für mich, Sera. Warum wurde ihr aus dem Eidamt geworfen? Ich würde lieber nicht darüber sprechen. Belassen wir es dabei, dass der Skooma-Handel so manch finsteren Anreiz bietet. Insbesondere für verdeckte Ermittler. Leicht kann man dabei eine Linie überschreiten. Viel zu leicht. Hoffentlich helfen diese Festnahmen und Beschlagnahmungen mir dabei, Wiedergutmachung zu leisten. Was macht Skooma so gefährlich? Wenn ihr jemals welches genommen hättet, dann wüsstet ihr das. Skooma ist ein starkes Rauschmittel. Es macht abhängig, vergiftet einen und ist billig. Tödliche Überdosen sind in Morrowind an der Tagesordnung. Sobald es einen in seinen Fängen hat, tut man alles, um an es heranzukommen. Stehlen, vergewaltigen, töten, was auch immer. Nur dir, mein Talinier, hat vor, diese Droge herzustellen? Ich weiß es nicht, doch das spielt keine Rolle. Er hat eine Methode entwickelt, um gewaltige Mengen Mondzucker auf Wadenfell anzubauen. Dieses Wissen allein ist mehr als gefährlich. Zu gefährlich. Könnt ihr euch vorstellen, was geschehen würde, wenn die Verbrecherfamilie der Kamonatong seine Notizen in die Finger bekäme? Ich verstehe, worauf ihr hinaus wolltet. Hallinier ist kein dädrischer Fürst, doch sein Werk könnte genauso zerstörerisch sein. Bitte, tut einfach das Richtige. Kriegen wir eine verborgene Ente.
gehen wir wieder zurück.